in Michigan. Und ich hatte außerdem noch das Glück, 6 Wochen vor Beginn des Studiums von der Organisation Experiment in International Living eingeladen zu werden, diese 1,5 Monate bei einer amerikanischen Familie zu verbringen. Das war in South Haven, Michigan. Nach Washington und nach New York kommen sie aus eigener Kraft, aber das amerikanische Leben sollen sie typisch in einer Kleinstadt im Landesinneren kennenlernen. Außerdem war dieses Programm, wo man zuerst bei einer Familie war, sozusagen als Gast, um sich einzugewöhnen. Und weil die Columbia University besonders spät begonnen hat mit dem akademischen Jahr, war ich insgesamt bei 2 Familien, einer auf Long Island und einer in New Jersey. Und da habe ich schon sehr viel über Amerika gelernt. Und wir hatten die modernsten Möglichkeiten für das Sprachlabor. Wir waren eingeteilt in Leistungsgruppen. Wir sind auf Band aufgenommen worden, es wurde uns vorgespielt. Und wir haben jeden Tag Sprachlabor gehabt. Das kannte ich nur von den Hollywood-Schauspielern. Diese Vorbereitung war großartig. Und das war eben ein kleines Programm für Foreign Students. Wir waren 13 Studenten aus 3 Erdteilen, inklusive China. Ganz undenkbar damals. American Studies ist eben der Blick auf die amerikanische Gesellschaft durch verschiedene Disziplinen, also einerseits die Literatur, Schlüsselwerke und dann natürlich eben, wie gesagt, Geistesgeschichte, Philosophie, Soziologie. Für mich faszinierend, also für mich war das ein Eye-Opener. Ich war in einem Programm für ausländische Juristen, das waren in der Regel schon absolvierte Rechtsanwälte, eine Gruppe von ungefähr 15 oder 20 Leuten aus der ganzen Welt. Da war damals auch ein Sowjetrusse dabei, das war interessant, unter anderem. Ein Inder, ein Afrikaner, das war eine sehr, sehr bunte Mischung und ich war der Benjamin einerseits, aber andererseits konnte ich mich auch besser darauf einstellen als die anderen, auf diese andere Kultur und war dort recht erfolgreich. Ich habe mich voll auf das US-amerikanische Leben eingelassen. Ich war im Department of Communication, im Bereich Intercultural Communication und International Communication. Hatte auch das Glück, dass ich gleichzeitig als Teaching Assistant im Department of Communication arbeiten konnte im Bereich Mass Media and Media and Society. Und ich glaube, das war eher die positive Überraschung war, dass man als Teaching Assistant voll integriert ist im Ablauf, im täglichen Ablauf des Instituts. Es war auch ein College, das einen religiösen Hintergrund hatte, und zwar Dutch Reformed, eine extrem calvinistische Version des Protestantismus. Nachdem ich mich schon in Wien ein bisschen spezialisiert hatte darauf, auf Jutes und das relativ trocken war, römisches Recht und solche Sachen, auf einmal öffnet sich sozusagen das intellektuelle Universum noch einmal und man kann also alles, die interessantesten Bücher lesen. Man kann endlos diskutieren mit den Professoren, mit seinen Mitstudenten. Das war also unglaublich befreiend und großartig für mich. Ich hatte damals einen Brief nach Los Alamos geschrieben und habe auf diesen einen Brief 2 Angebote zu dem sehr berühmten Professor Slater nach Gainesville zu gehen, der eine Methode entwickelt hat, die wir dann weiterentwickelt haben. Und wir haben ein Computerprogramm entwickelt in der Zwischenzeit, die genau diese Methode verwendet. Und heute wird das weltweit verwendet. There was a point in my pianistic career where I had to say I needed new impulses, and I applied to Vienna because there were some really spectacular pianists here. Musicians here are highly respected. To be a musician here is something very, very special. Das Programm, das waren 1,5 Jahre. Es war eine sehr gute Mischung aus sehr, sehr viel Praxis und auch viel Theorie. Auf der praktischen Seite wurde eigentlich ganz New York City als unser Classroom benutzt. Das heißt, jeder hat eine Geschichte ausgefasst und dann musste man nach New York hinaus diese Geschichte halt reportieren. Und am Abend gab es eine Deadline und da musste man das abgeben, also wie in einem echten Newsroom. Ich habe ein paar betriebswirtschaftliche Fächer belegt und ein paar Musik. Vorlesungen, weil mich Musik immer sehr interessiert hat. Ich war mit einer sehr netten älteren amerikanischen Studentin in einem Zimmer und die hat sich eigentlich um mich am Anfang gekümmert. Ich hatte allerdings bis Weihnachten Heimweh. Das kann ich mich noch erinnern. Und die kalte Rinde.
und rieselsfroh und frei dahin. Die Lüfte wehen wieder Linde, und Moos und Gras wird neu und grün. Allein mit traurigem Gemüte tritt ich wie sonst zu deiner Flut. Der der allgemeiner Blüte. The quality of instruction is of course very high. My voice instruction with Professor Visca is very personal, it's very one-on-one. She cares a lot about her students. I am the Fulbright Freud scholar of psychoanalysis, and I'm spending 4 months in Vienna researching and teaching. Accordingly, I have one course at the university that I teach. It's a seminar called Freud at Large, and it's about the cultural reception of Freudian ideas around the world. Every part of Vienna is related to a certain idea or a certain part of Freud's life. I'm, you know, putting the final touches on this book about Freud's Mexico, and it has been tremendously helpful to understand Freud. Well, as a German studies PhD candidate, we are encouraged and sometimes expected to spend a year abroad in a German-speaking country. And most people just sort of assume that they should go to Germany. And I thought about all of the authors that I work with closely. Kafka, Ludwig Wittgenstein, Karl Kraus, Hugo von Hofmannsthal, Robert Musil. And it was just Austrian, 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 Austrian. And I thought, well, you know, I've only spent 4 days in Austria in my life. I should maybe think about going to Austria instead of Germany. So here I am. I spend a lot of time walking around staring at buildings and taking lots and lots and lots of photographs. I'm working primarily on a cross-cultural study. I'm working on Friedrich Kiesler, who was an Austrian architect, and he moved to the United States in 1926. One of the things that I'm very interested in is the transference of Viennese styles to the United States. Also das sind die Foreign Language Teaching Assistants, in meinem Fall German Language Teaching Assistant, also für Deutsch. Und für mich hat das Programm super gepasst, weil ich in der Ausbildung zur Lehrerin war. Zu Beginn habe ich hauptsächlich der Deutschlehrerin dort assistiert in ihren Deutschstunden. Dann habe ich aber sehr viele Deutschstunden auch selber übernommen. Vor allem immer dann, wenn es um Kultur gegangen ist und um spezifische eben Traditionen auch. Da wurden österreichischen Englischlehrern Native Speakers zugeteilt zur Verbesserung des Sprachunterrichts. Aufgebaut hat dieses Programm der Professor Pohansl mit seiner Frau und ich habe es dann übernommen. Und das Programm ist unter der Verwaltung der Fulbright-Kommission sehr stark gewachsen. Ich erinnere mich, wir hatten, glaube ich, dann 100, 120 Fremdsprachassistenten und Assistentinnen. By the early 60s, the initial wartime surplus funding for the Fulbright program had been depleted. The Fulbright-Hayes Act was conceived to secure funding for the program as a line item in the federal budget in the future. It also concisely formulated the mandate of the program to increase mutual understanding between the people of the United States and the people of other countries. The Act also invited foreign governments to share costs of the program in the future. In the early 60s, the United States was in the process of turning the substantial funds associated with the European Recovery Program in Austria, better known as the Marshall Plan, over to the Austrian government.
In an exchange of diplomatic notes, the U.S. government proposed that the Austrian government dedicate 60 million shillings of the so-called counterpart funds it was to receive as its contribution toward the Fulbright program in the future, and to earmark 7.5 million shillings thereof for the establishment of American studies at Austrian universities. The Austrian government gladly agreed to do so. In 1963, Austria was the first country in the world to conclude a new binational Fulbright agreement with the United States, and the configuration of the Austrian-American Educational Commission was unique. It was funded by the Austrian government with counterpart funds from the Marshall Plan, and by the U.S. government with an annual contribution from the federal budget, and equipped with a mandate to institutionalize American studies at Austrian universities. After the Marshall Plan funds were depleted in the mid-80s, the Austrian government also started making direct annual contributions to the program. Da es sich aber um ein bilaterales Programm handelt, erschien es mir dann doch wichtig, auch die österreichische Regierung zu einem Beitrag zu bewegen, was dann auch gelungen ist. Und so war es dann nicht nur auf dem Papier ein zwischenstaatliches Programm, sondern auch von der Finanzierung. Man ließ sie laufen und man hat ihnen auch erklärt, dass sie auf eigenen